Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Es ist schon eine Weile her. Ich wurde schon danach gefragt. Deswegen gibt es heute die neue One Piece Box für euch. Ein bisschen spät, ich weiß, aber besser als nie, ne? Ich muss auch sagen, das könnt ihr euch vielleicht auch denken, in nächster Zeit werden nicht so viele Unboxings kommen. Einfach wegen Weihnachten und Neujahr, ihr wisst, Weihnachtsgeschenke und alles. Kostet ein bisschen Geld, deswegen, ja. So, FSK-Logo auf der Folie, wunderbar. Und dann können wir uns doch die Box anschauen. Wir haben Box 17, Staffel 15. So, Episoden 517 bis 545. Ja, dann schauen wir noch weiter. Sprachen Deutsch, Format 4 zu 3, Laufzeit 700 Minuten, da war keine 5. Und als Bonus bekommen wir ein Booklet. Ich liebe dieses Türkis irgendwie, total. Und das Cover ist cool. Und ich habe es sogar endlich mal geschafft, One Piece weiterzuschauen. Zwar nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Meine Box ist irgendwie ein bisschen rundlich. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. So, das Cover ist richtig cool. Ich muss jetzt echt unbedingt weiterschauen. Hier ist das FSK-Logo wie immer leider aufgedruckt. Ich hoffe, dass Kasi das irgendwann mal ändert. Vielleicht dürfen sie es nicht. Ich weiß es nicht. So, Lysop und Zorro. Dann erst links. Und nochmal rechts. So, schauen wir uns natürlich alles einzeln an. Wie immer erst das Booklet. So, fangen wir mal an. So. Inhalt und Begrüßung. Bleib hier. So, Stationen. Neue Freunde. Eigentlich würde ich mich jetzt hier beim Durchblättern vielleicht ein bisschen spoilern, weil ich habe die Folgen ja noch nicht geschaut. Ja, aber ich probiere nicht zu lesen. So, dann geht hier unser Episoden-Guide los. Ich kann heute schon wieder nicht reden, das tut mir leid. So, dann sind wir auch schon gleich durch. So, genau, jetzt nochmal mit allen Formen von Chopper. So, das war unser Booklet. Und dann können wir auch schon die Scheiben anschauen. So, Nummer 1 mit unserem Fake Ruffy. Na, komm hier. Sie möchte nicht herkommen. So, da haben wir sie. Dann Nummer 3. Na. Nummer 4. So, die vorletzte haben wir hier. Und dann noch unsere letzte Scheibe. Das haben wir dahinter wieder immer diesen Holzboden. Ich kann das nicht richtig zeigen, weil es sonst zu sehr spiegelt, aber ihr seht es ja. So, so sieht das Ganze nochmal von außen aus. Wunderschön wie immer. So, und dann war es das auch schon mit diesem Unboxing. Ich hoffe, ich kann mich wirklich dazu ringen, bald mal weiterzuschauen. Ja, noch ein kleiner Hinweis. In den nächsten Tagen geht die Auslosung der Gewinner von den Digimins online. Also haltet eure Ohren und Augen offen. Und ja, damit war es das schon. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis dann.